Ich zeige dir, wie du ein interessantes Gespräch aufbaust, so dass dein Gegenüber dich als interessante Persönlichkeit wahrnimmt und dich näher kennenlernen möchte. Wie genau das aufgebaut sein sollte, damit du eben dieses Gefühl erzeugen kannst, das verrate ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Andreas Lorenz und zuallererst möchte ich mit einer wichtigen Grundregel beginnen. Und zwar, wann wird Interesse bei unserem Gegenüber ausgelöst? Du musst einfach verstehen, dass Interesse immer das ist, was wir noch nicht kennen, was fernab ist von Normalität, etwas, was neu ist. Und wenn du schon etwas gehört hast oder 100-mal gehört hast, dann wird es für dich irgendwann langweilig. Du kannst es irgendwann schon nicht mehr hören und denkst dir, ist relativ langweilig, ja, nichts Neues, nichts Aufregendes etc. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du dieses Wissen jetzt, das ich dir gerade eben gesagt habe, nutzen? Und da möchte ich dir jetzt etwas vorstellen. Und zwar ist es etwas, was mir damals sehr geholfen hat. Ich habe mir damals die Frage gestellt, weil ich bin in einem Dorf groß geworden und im Endeffekt war es auch kein aufregendes Leben, das ich hatte. Ja, ich bin ja nicht zum Mars geflogen oder habe die Welt erkundet. Also ich hatte im Endeffekt nicht wirklich viel zu erzählen und jeder hätte sich gedacht, naja, du bist ein ganz normaler Typ, was willst du denn für Interesse bei Frauen erzeugen? Ja, wie willst du denn eine interessante Persönlichkeit werden? Mir ist einfach bewusst geworden, dass die Sache nicht damit beginnt zu sagen, was man tut, sondern warum man etwas tut. Denn jeder Mensch von uns ist einzigartig, auch du, und jeder hat eine individuelle Geschichte zu erzählen. Und das ist genau das, was interessant ist. Was ich damals gemacht habe und was ich dir auch gerne weitergeben möchte, ist, schließ dich mal einen Tag ein und hab dein Handy aus, wirklich mal alles aus, sei komplett bei dir und geh mal dein gesamtes Leben durch. Versetz dich in die Vergangenheit, von angefangen von deiner Kindheit an Bruchstücke, wo du dich erinnern kannst und geh einfach mal alles durch bis zur heutigen Zeit. Denn die Frage ist ja auch immer, wie bin ich zu der Person geworden, die ich heute bin? Und wenn du nämlich dann in die Vergangenheit zurückgehst und dich dann fragst, okay, warum bin ich ein Mensch? Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall war es so, ich habe mich immer gefragt, warum bin ich ein Mensch, den es immer in Großstädte hingezogen hat. Denn ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen, aber ich bin dann nach München gezogen und lebe ja jetzt aktuell in Berlin. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum bin ich da hingegangen? Und das ist nämlich eine super interessante Sache, denn ich habe für mich festgestellt, dass ich jedes Mal, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war, die hat in der Stadt, in der Nähe von der Stadt gewohnt, dann hat sie mich immer mitgenommen. Ja? Wir sind immer in die Stadt gefahren. Das war für mich total aufregend als kleiner Junge, ja? In den Bus einzusteigen, eine Stadt zu erkunden, die einem fremd war, in neue Geschäfte zu gehen, neue Leuten zu begegnen, zu schauen, was da so passiert. Das war für mich einfach das Leben. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und deswegen habe ich dann auch für mich dann festgestellt, als ich einfach mal mein Leben durchgegangen bin und reflektiert habe, dass das eben ein wichtiger Bruchteil ist, der mich ausmacht, der Teil meiner Persönlichkeit ist. Und du kannst im Endeffekt nur Interesse erzeugen bei der Frau oder auch bei anderen Menschen, bei Männern natürlich auch, wenn du weißt, warum du etwas getan hast. Denn wenn mich jemand mal fragt, wo lebst du? Und ich sage, naja, ich wohne aktuell in Berlin, dann ist das ja per se eine Information, die, naja, mehr oder weniger nicht wirklich interessant ist. Wenn ich aber dann erzähle, warum ich nach Berlin gezogen bin, was der Motivator war dahinter, dann habe ich eine Geschichte zu erzählen. Und Menschen lieben Geschichten, denn jede Geschichte ist individuell. Das ist ja auch das, was dich auch wieder zu einer interessanten Persönlichkeit macht. Auch wenn du sagst, naja, ich habe Hobbys, die hat jeder andere Mann auch. Ja, wenn du zum Beispiel Fußball spielst oder wenn du einen Job nachgehst, den viele Männer auch ausüben, dann natürlich hast du da in diesem Bereich nichts, was dich unterscheidet von anderen Männern. Aber die Frage, warum? Ja, warum machst du diesen Job? Warum ist es so, dass du Fußball spielst? Warum lebst du in dieser Stadt? Warum bist du zu der Person oder wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist? Wenn du all das aufschlüsselst und alles in deinem Leben durchgehst und herausfindest, was deine Motivatoren sind, ja, also was ist dein Antrieb, das getan zu haben, warum machst du das?
dann hast du auch gleichzeitig etwas zu erzählen. Und dann wirst du zu einer interessanten Persönlichkeit. Denn dann fängst du nicht an zu sagen, ich lebe in Berlin, sondern du fängst dann an zu erzählen, warum du nach Berlin gezogen bist, was dich an Berlin so reizt, was dir gefällt, was du mit einer Großstadt verbindest. Und dann kann dein Gegenüber das nachvollziehen und findet das interessant, weil dein Gegenüber sich denkt, wow, das ist eine ganz andere Perspektive. Ja? Ich bin im Dorf groß geworden, ich kenne die Perspektive des Großstadtlebens gar nicht. Ja? Das könnte dein Gegenüber sich in dem Fall denken und dann wird dein Gegenüber automatisch dich als sehr interessant wahrnehmen, weil du einfach andere Perspektiven aufzeigst, die dein Gegenüber vielleicht noch gar nicht kennt. Und das muss jetzt nicht nur mit der Stadt sein, das kann alles andere sein. Denn wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, etwas, was wir nicht kennen, da werden wir gleich, da kannst du Interesse erzeugen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du das sozusagen verstehst. Okay, bevor ich jetzt in das Thema eintauche, wie du ein Gespräch strukturieren kannst, beziehungsweise wie du dich am besten darauf vorbereitest, damit das Ganze in die richtige Richtung geht, würde ich gerne erstmal eine Frage an dich stellen. Und zwar, ist es so, dass du schon über dein Leben sehr nachgedacht hast, also dass du deine Motivatoren kennst, deinen Antrieb, dass du weißt, was dich ausmacht und warum du etwas tust? Oder ist es etwas, wo du sagst, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht? Das ist mir komplett neu. Dann würde mich das super interessieren, egal was es ist, dass du das kurz mal in die Kommentare reinschreibst, wo du dich gerade befindest, ob du dich schon mal reflektiert hast oder nicht. Ich würde jetzt dann gerne in die Thematik tiefer eintauchen, wie du dich am besten schon vorbereiten kannst auf ein Gespräch. Und zwar ist es so, es gibt in jedem Gespräch kommen irgendwann klassische Standardfragen auf. Standardfragen sind wie zum Beispiel, wie heißt du, wie alt bist du, woher kommst du, was machst du beruflich und was sind deine Hobbys? Das sind so klassische Standardfragen. Und die meisten Menschen verfallen irgendwann in so einen Interviewmodus. Ich will es dir mal kurz erklären, was ist ein Interviewmodus? Ganz einfach, du stellst eine Frage an dein Gegenüber. Zum Beispiel, was machst du denn beruflich? Dein Gegenüber antwortet, gibt dir diese Frage zurück. Und du beantwortest diese Frage und denkst, okay, ja, ich bin Informatiker, sie ist Einzelhandelskauffrau, passt nicht, keine Schnittstelle, also machen wir Folgendes, ich frage sie einfach mal, was sie sonst so macht, was hat sie denn sonst so für Hobbys? Dann erzählt sie, sie macht Ballett, du erzählst, du spielst Fußball. Okay, wieder keine Schnittstelle. Und so geht dann das Gespräch und man hat irgendwann das Gefühl, es gibt keine Schnittstelle, es gibt keine Verbindung, es gibt nichts, was eine Gemeinsamkeit herstellen kann. Das ist der Interviewmodus. Mich würde auch ganz gerne interessieren, bist du denn schon mal in diesen Interviewmodus reingefallen? Also kennst du das? Ist dir das schon mal passiert? Oder würdest du eher sagen, so ein Interviewmodus, das ist mir noch nie passiert. Also ich bin immer derjenige, der dann einfach irgendwas rauspickt und dann unterhalte ich mich auch ziemlich lange mit der Frau. Ich würde sagen, wir machen dazu einfach mal eine Abstimmung natürlich. Und zwar findest du hier oben rechts wird jetzt ein i eingeblendet. Und da kannst du dann einfach mal sagen, ob du schon mal in diesem Interview-Modus gelandet bist, ja oder nein, wäre echt interessant. Ansonsten ist es so, ich würde dir natürlich empfehlen, nicht in diesem Interview-Modus zu verhaften, sondern immer in die Tiefe zu gehen. Und wie kannst du in die Tiefe gehen? Nehmen wir mal als Beispiel, sie fragt dich, was du beruflich machst und du bist Informatiker. So, wenn du jetzt sagst, du bist Informatiker, dann kann die Frau, wenn sie selbst nicht Informatiker ist oder sich nicht für dieses Themenfeld so interessiert, wird sie damit nicht so viel anfangen können. Und das ist natürlich etwas, wo gerade Männer mit technischen Berufen sich etwas schwer tun. Das heißt, was kannst du machen? Du kannst sagen, ich bin Informatiker und dann erzählst du, was du machst. Ja, dass du dann zum Beispiel anfängst zu erzählen, ja, und ich kümmere mich um die IT-Sicherheit, denn du kennst es ja bestimmt, man bekommt immer so Viren und ich bin dafür verantwortlich, dass es halt einfach sauber ist, dass so Menschen wie du mit Sicherheit im Internet surfen können und da kein Risiko entsteht. Dann hast du auch gleich mehr Ansatzpunkte für das Gespräch geschaffen. Weil wenn du nur sagst, ich bin Informatiker und das war's, dann weiß dein Gegenüber gar nicht, woran sie ansetzen soll. Wenn du aber eine Geschichte dahinter erzählst, warum du Informatiker geworden bist oder was genau du machst, also was dich antreibt, was gefällt dir an diesem Beruf, ja? Was bewegt dich dazu, das zu tun tagtäglich? Oder als drittes kannst du natürlich auch noch eine lustige Geschichte erzählen.
Ja, wenn du irgendetwas hast, wo du sagst, das ist so verrückt, das glaubt mir niemand, aber das ist halt wirklich so passiert, dann kannst du diese Geschichte erzählen. Damit lockerst du ein Gespräch auf und schaffst natürlich auch neue Ansatzpunkte. Und die Frau wird dann auch das Gefühl bekommen, boah, der Typ ist total interessant, der hat viel zu erzählen, der hat viel erlebt. Ja, letzten Endes ist es ja so, wenn du nicht jeden Tag zu Hause vor dem Fernseher sitzt und auch mal was unternimmst, dann hast du mit Sicherheit auch die eine oder andere Geschichte erlebt, die du gerne an dein Gegenüber dann weitergeben kannst. Und das macht dann eine interessante Persönlichkeit aus, weil sie etwas erzählt, was bei uns einfach auf Interesse stößt, weil wir so etwas noch nie gehört haben. Ja, also du kannst dich auf gewisse Themen vorbereiten. Wie gesagt, das erste ist, was machst du beruflich? Bereite dich darauf schon mal vor. Überleg dir einfach, okay, das ist mein Beruf, warum mache ich diesen Beruf? Was genau gefällt mir daran? Vielleicht hast du auch ein gewisses Gefühl mit diesem Beruf. Ja, dass du sagst, ach, in diesem Beruf, da bin ich einfach, fühle ich mich frei, weil ich einfach, ja, ich kann machen, was ich will. Also ich habe zwar einen Chef, aber er lässt mir alle Freiheiten und ich kann einfach kreativ sein. Ja, wenn du solche Sachen erzählst, dann können die anderen mehr damit anfangen. So, das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, frag dich, was für Hobbys hast du? Ja, denn das ist so eine klassische Standardfrage, dass man so sagt, ja, was hast du denn für Hobbys? Was machst du denn? Und hier solltest du dich auch fragen, wenn du zum Beispiel gerne Fußball spielst, warum spielst du Fußball? Was verbindest du damit? Ja, du kannst auch, wie gesagt, ein Gefühl nehmen, kannst sagen, ich liebe einfach diesen Teamsport, wenn man gemeinsam gewinnt. Das ist für mich einfach das Größte. Dann kannst du davon erzählen und die Frau kann dann einfach auch viel mehr damit anfangen. Und das Dritte, worauf du dich auch unbedingt vorbereiten solltest, das ist auch so eine Frage, gerade wenn man jemanden ein bisschen besser vielleicht auch kennt oder länger im Gespräch ist, dann kommt auch mal so diese Frage, was machst du denn am Wochenende? Ja, oder was machst du denn die nächsten Tage? Und die meisten Menschen antworten dann sowas wie, ja, ich weiß nicht und so weiter. Aber hier kannst du dich auch schon drauf vorbereiten und kannst dann sagen, ja, ich mache am Wochenende das und das oder ich verreise, ja, halt einfach einen Ansatzpunkt liefern. Und wenn du das so angehst, dann bist du für viele Menschen interessant, weil du hast viel zu erzählen. Interessante Persönlichkeiten müssen nicht zum Mars fliegen. Interessante Persönlichkeiten muss nicht zwanghaft ein Präsident sein oder so, ja. Sondern es geht vielmehr darum, dass du etwas tust, was dich erfüllt und was du dann auch mit Begeisterung erzählen kannst. Ja, gewisse Geschichten. Wir Menschen lieben Geschichten. Das weißt du ja mit Sicherheit auch. In deiner Kindheit haben dir bestimmt deine Großeltern auch Geschichten erzählt. Wir sind damit groß geworden. Ja? Und das ist etwas, was du erzählen kannst, was dich ausmacht, was individuell ist, denn letzten Endes ist es dein Leben, deine Geschichte, das ist das, was auch auf Interesse stößt. Und wenn du dann solche Sachen von dir erzählen kannst, wenn du erst verstanden hast, hey, das und das und das macht mich aus, das sind meine Motivatoren, dann kannst du auch dein Gegenüber mit interessanten Gesprächen dazu bringen, dass die Person sich denkt, Mensch, der hat so viel zu erzählen, das ist total die interessante Person, ich möchte mehr von dieser Person erfahren. Und wenn du das so angehst, dann kann ich dir versprechen, dann wirst du auch immer Gesprächsstoff haben und wirst jedes Mal spannende Konversationen führen, die vielleicht auch kein Ende finden werden, ja, man weiß es nicht. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg dabei, mach's gut, ciao.